Willkommen zurück bei Videogems, willkommen zurück zu Bonusgems, zu einem Ersteindruck. Ihr seht es schon, heute schaue ich mir Adventures in the Magic Kingdom an. Ein Capcom-Spiel, oder nein, ein Disney-Spiel von Capcom, das nicht so bekannt ist. Es wurde auch nie wieder veröffentlicht. Also es war zum Beispiel nicht auf dieser Disney Afternoon Collection drauf. Es erschien auch relativ spät, glaube ich. Also ich habe gelesen 1990 in den USA. Und in einigen europäischen Ländern, es wurde nicht mal in allen europäischen Ländern veröffentlicht, ich glaube nicht in Deutschland, erschien es 1992. Und es kam auch damals nicht so gut weg. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Und ich liebe ja eigentlich die Disney-Spiele von Capcom. Ich starte jetzt einfach mal. Und ja, ich hatte das bisher überhaupt nicht gespielt. Ich hatte vor ein paar Jahren mal davon erfahren, hab das aber nicht weiter verfolgt. So. Hey, Goofy! It's time for the big parade! Where's the golden key to the gate? Okay, ich höre jetzt auf. Das ist ja furchtbar. Man muss sowieso meine Stimme ertragen und dann mache ich auch noch Mickey Mouse nach. I'm sorry, Mickey. I must have left it in the castle. Ich habe ja gedacht, ich höre auf. Donald kann ich sowieso nicht nachmachen, ihr habt Glück gehabt. Okay, also, wir müssen den Schlüssel, den goldenen Schlüssel suchen. Wait a minute, Donald, we need 6 silver keys to open the castle gate. And, well, I'm not sure where... Nee, ich wollte ja nicht Mickey nachmachen. Geht euch das eigentlich auch so, wenn ihr ein lustiges Taschenbuch lest? Ja, ich lese noch lustiges Taschenbuch. Ist auch eine super Klo-Lektüre. Dass ihr die Mickey Maus, Geschichten überspringt. Also mich interessieren eigentlich nur die Entengeschichten. Ja, 6 keys as an attraction, but we left us around for the 6th one. Aha, okay. Ja, also, ich habe auch gelesen, man ist hier quasi in Disneyland unterwegs. Genau. Und die Levels sind quasi die Attraktionen. So, was ist das hier? Kann ich da rein? Aber da steht jemand, den frage ich mal. Hey, Mickey's Friends Video Jam, aren't you? Naja, nee, ich bin eher auf der Seite von Donald und Dagobert. Ach so, ja, jetzt müssen wir so Fragen beantworten, ne, oder so. Who's the most clever and responsible of the 7 Dwarfs? Ach du Scheiße! Ich nehme mal an, Doc, ey, ich habe super lang nicht mehr gelesen. Ich habe Dornröschen super lang nicht mehr... Nee, ist gar nicht Dornröschen, ist Schneewittchen. Ich habe Schneewittchen super lang nicht mehr gesehen. Oh, das stimmt sogar, okay. I think the girl around Space Mountain knows where the key is. Okay. Ist das jetzt hier Space Mountain? Ah, guck mal, das ist ein Pirat. Ah, das muss doch dann Pirates of the Caribbean sein. Pirates have ransacked the island and are holding 6 villagers captive. Oh nein. Ui. Okay, ich kann springen. Kann ich auf den Gegner springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Und wie wehre ich mich dann? Ja, gar nicht. Oder wie... Wow, was ist das denn für eine Kollisionsabfrage? Okay, da ist jemand, der was auf mich wirft. Kann ich hier irgendwas mit dem Fass machen? Ich kann es schieben. Nee, kann ich auch nicht. Life Up Freeze Invincible. Ah, okay. Ich kann die Sterne einsetzen. Ah, das ist ja interessant.
One Up, Invincible, Life Up, Freeze. Okay, ich habe aber nur zwei Sterne. Oh, und tot. Okay, gucken wir mal in irgendein anderes Level. Ist das da oben? Haunted Mansion wahrscheinlich. 999 Ghosts. In this house. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine Waffe. Das ist ja sehr Ghosts and Goblins jetzt hier. Oh, ich habe keine... Na super. Ich habe keine Kerzen mehr. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass es, dass man nicht unendlich hat. Aber immerhin habe ich zwei Sterne. Aha. Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus hier mit den Reflexionen. Nicht schlecht. Cooler Effekt. Okay, das wird jetzt aber jetzt ein gemeiner Sprung, ne? Wow. Wow. Noch ein sehr gemeiner Sprung, um da oben ranzukommen. Wie viele Sterne habe ich denn jetzt? 8 Sterne. Also ich könnte jetzt einen Freeze machen. Oder mir Lebensenergie zaubern. Okay. Ah, na egal. Ich gehe mal weiter. Okay. Kann ich nicht kaputt machen. Muss ich da hoch oder was? Ja, okay. Ich dachte erst, das wäre ein Gegner. Oh, Geistertänzer, wie bei Castlevania. Das Level ist cool. Warum man bei den Piraten hier keine Waffen hatte? Also so macht das schon ziemlich Spaß, muss ich sagen. Wow! Ui. Okay, die Sprungpassagen, die sind nicht ohne. Oh, fuck! Alter! Ja, sorry, ich wusste nicht, dass ich da Lebensenergie abgezogen bekomme. Boah, und man muss alles nochmal machen? Okay, das... Da weiß ich nicht, wie ich das finde. Keine Checkpoints. Das finde ich ein bisschen gemein, muss ich sagen. Immerhin 13 Sterne. Ich meine, klar, wenn man... Das war damals so, wenn man das Spiel kann... Dann dürfte das ja nicht so ein Problem sein. Wahrscheinlich lacht man dann darüber. Aber die Sprungpassagen, die schienen mir schon ja nicht ohne zu sein. Und naja, einen kleinen Fehler, alles nochmal machen, finde ich schon hart. So, war hier eigentlich... Oh, shit. Ja, da war noch ein Stern. Egal. Oder kann ich nach unten? Nee.
Da sind wir wieder. What the fuck, ey? Warum tut mir das denn auch weh? Freunde. Ui. Also mir tut ja alles hier weh. Der Knabe verträgt nicht viel, habe ich das Gefühl. What the fuck? Warum fällt man da runter? Also nee, nochmal mache ich das nicht. Und ist auch Game Over. Aber ich möchte noch mehr vom Spiel sehen. Continue. Ja, komm, machen wir Continue. Also bisher finde ich es gut, aber das finde ich echt ein bisschen hart. Dass man, dass es keine Checkpoints einfach gibt. Okay. What kind of animal is Goofy? Ja, soll wahrscheinlich ein Hund sein. Aber ehrlich gesagt, ich meine, Pluto ist auch ein Hund. Warum ist Goofy quasi ein anthropomorpher Hund und Pluto ist halt ein Hund-Hund? In front of the Enchanted Castle. Aha. Und das Enchanted Castle, das ist das hier, oder was? Da kann ich ja nicht hin. Aha. People say you know everything. Do you know this? What Disney character has appeared in most films? Oh. Ich nehme mal an, Mickey. Aber Donald ist halt auch super beliebt gewesen, ne? Nein! Na komm. Hast du noch eine Frage? Aha. Ja, seht ihr? Mickey Stock. Ja, Pluto. It's a small world. Aha. Na gut, komm, gib mir irgendwie noch hier so eine Action-Stage. Gib mir hier dieses Space Mountain. Das ist doch das hier, oder? Aha, the Silver Key. On Star F. If you pilot and I navigate, I'm sure we can make it. When I tell you where to fly. Push the controls in that direction, okay? And push A or B button to fly around meteors. Okay. Das ist ja eigentlich nur ein Quicktime-Event. So wie mir das scheint. Scheiße. Ja, es ist quasi... Es ist Road Avenger. Aber cooler 3D-Effekt. Doch, ein sehr cooler Effekt. Aber ist natürlich als sozusagen Reaktionstest auch ein bisschen langweilig. Frag mich, ob das immer das Gleiche ist. Könnte man ja auch einfach dann auswendig lernen. Aber wenn das bisher so leicht bleibt. Ja, wird bestimmt schneller. Okay, zweimal wurde ich jetzt getroffen. Ah, ich hab doch gedrückt. Oh, ich war so kurz davor. Ich war ja schon bei E.
Und lange wäre das bestimmt nicht mehr gegangen. Hätte ich am Anfang diesen Fehler nicht gemacht, da hätte ich wahrscheinlich noch einen Treffer wegstecken können. Okay, das war Space Mountain. Was ist das? Panhandle Pete, stole the silver key and won't give it back. He's challenge you to a race. If you beat him, you win the key, okay? Ach du Scheiße! Oh nein, ein Top-Down-Rennspiel. Ich hasse Top-Down-Rennspiele. Kann ich irgendwas machen? Ich kann tatsächlich was machen. Aber ich habe nur einen Stern. Alter, man bleibt überall kleben. Übel. Okay, was muss man denn da machen? Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. I know where the silver key is, but Mickey will be angry. Aha. Keine Ahnung. Ich glaube, die war sehr jung, oder? Aber nicht 15. Probieren wir nochmal. Boah, was ist das? Davy Crockett? Keine Ahnung. Kentucky. Das ist doch auch keine. Es ist ja eine historische Figur, keine Disney-Figur. Ist The Castle. Was? Which character is the castle at Walt Disney World named after? Ach so, ist das nicht das Cinderella-Schloss? Ja. At the Front Gate. Da ist ein Hund at the Front Gate. Ja, das Front Gate ist doch hier, oder? Aber hier ist ja kein Hund. Oder meint er vor dem Schloss? Also bisher, klar, man kriegt die meisten Schlüssel hier in den Action Stages. Aber also die Fragen, die man dann beantwortet, dann kriegt man die Tipps. Das hat bisher noch nur zu nichts geführt. You're gonna have to ride a mine car to get through here. Ach du Scheiße. Oh Mann. Wow, super. Ja, geil. Da kann man ja überhaupt nichts machen. Ja, wa was soll ich denn da machen? Da muss ich ja auswendig lernen, wo die Dinger kommen und mich dann vorher entscheiden. Was ist das denn für ein Bullshit? Game over wieder. Also ich muss sagen, die Side-Scroller-Abschnitte, die sind ganz gut bisher. Ich probiere noch mal den Pirates of the Caribbean. Auch wenn man hier keine Waffen hat, was ich echt dumm finde. Aber alle anderen Abschnitte, die sind so, nicht so wirklich. Ach, ich hab doch gedrückt! Ja, alle anderen Abschnitte sind. Also das Space Mountain, das war okay. Das hatte ich ja fast geschafft beim ersten Mal. Alter. Ja gut, keine Waffen hier, also.
Kann ich da eigentlich vielleicht so runter? Nee. Aber das Rennen, das ist nicht gut. Warum? Das ging doch eben nicht nach rechts, die Tonne. Oder doch? Wo ich die Schickse befreit habe, da ging doch die Tonne nicht nach rechts, als die runtergefallen ist. Einmal versuche ich noch, Freunde. Ja, ich kann schon verstehen, warum das Spiel schlechte Kritiken bekommen hat. Ich finde es jetzt nicht... Alter, die Kollisionsabfrage ist auch... Man hat einen riesigen Bums-Sprite. Der ist so groß. Riesiger Sprite. Ist ja kein Wunder, dass man dauernd getroffen wird. Ja, also, zweischneidiges Schwert, das Spiel, meiner Meinung nach. Ich hab gedrückt, verfluchte Scheiße. Na gut, Freunde, das soll's gewesen sein. Also, ja, Ich denk mal, na klar, als Kind, wenn man nur das Spiel hatte, da hat man genug Zeit darin investiert, irgendwann konnte man den ganzen Unsinn. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür gehabt hätte, ehrlich gesagt. Ich bin schnell gefrustet, gebe ich zu. Und ich habe zwar auch sehr viel madige Spiele gespielt, immer und immer wieder. Ich erinnere mich an Hook für NES. Da muss ich eines Tages mal einfach drauf losmachen. Ich hasse dieses Spiel. Aber ich habe es als Kind rauf und runter gespielt. Weil ich dachte, es kann doch nicht schlecht sein. Ich muss einfach besser werden. Ja. Und ich glaube, das Spiel hier wäre auch so ein Fall gewesen. Wobei, die Haunted Mansion Stage, die war schon cool und Space Mountain war auch nicht so übel. Und der Rest, ja, da muss man sich, glaube ich, reinfuchsen, aber dafür hätte ich keine Geduld. Ja, also ich würde sagen, durchschnittlich. Man hat nicht viel verpasst, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. Gut, Freunde, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ach ja, das Spiel ist übrigens relativ easy und günstig noch zu bekommen, also wenn man nur das Modul kauft. Ich habe weniger als 20 Euro bezahlt. Und also wenn man zum Beispiel Disney-Spiele von Capcom sammelt, das bekommt man noch relativ günstig. Und ist kein totaler Rohrkrepierer. So, ja, jetzt. Dann sage ich, wir lesen, hören und schreiben uns das nächste Mal. Bis dann.